Chromosom 21. Chromosom 21, Folge 0. Mein Name ist Caro Kosmonaut, mir gegenüber sitzt Alexander Heber und das Thema heute ist das Warum oder das Wie, Warum und Was sozusagen als Generalprobe für alle Folgen, die dann hoffentlich noch kommen sollen im Podcast Chromosom 21. Und ja, hallo Alexander. Hallo. So, es ist ja so, dass uns die Zuhörer, die das dann irgendwann hören werden, vielleicht nicht kennen, vielleicht doch, vielleicht einfach, weil wir denen geschrieben haben, hier, hört euch das mal an oder so. Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der das dann im Nachhinein hört, ohne dass er zu uns einen Bezug hat, sondern vielleicht eher zum Thema. Und dann macht es natürlich Sinn, dass wir uns vielleicht vorstellen, wer wir sind und warum wir das tun und auf welchem Wege und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, Schönheit vor Alter. Alexander, du bist an der Reihe. Ja, hallo, mein Name ist Alexander Heber. Ich komme aus Dresden, bin Architekt und Vater von zwei Kindern. Ja, so bin ich mit dem Thema Down-Syndrom dann in Berührung gekommen, weil mein kleiner Sohn mit Down-Syndrom geboren ist. Hab vorher auch im Prinzip nichts mit dem Thema zu tun gehabt. Das war dann eine große Überraschung. So ging mir das auch, ja. Für mich. Und ja. Wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und heute habe ich natürlich da einige Erfahrungen mit, die ich gerne auch mit euch teilen kann und möchte. Und genau, das ist harter Einstieg. Grund. Das ist krass. Harter Einstieg. Genau, und dann kam irgendwann Carol auf mich zu. Und dann haben wir gesagt, wir machen hier eine Podcast-Reihe drüber. Genau, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich bin Carol und ich bin so ein Hansdampf in allen Gassen und versuche mich irgendwie an vielen verschiedenen Dingen. Und in den letzten Monaten ist das Podcasting mit dazugekommen. Das heißt, also zu Leuten sprechen über eine Audiodatei, die man sich jederzeit irgendwie anhören kann. Und wie ich aber zu dem Thema Down-Syndrom und zum Alexander gekommen bin, das war eine langsame Entwicklung. Also wir haben uns ja kennengelernt, getroffen und so. Und du hast ja dann von deinem Projekt erzählt, was du im Kopf hattest, dass du irgendwie eine Art Info erstellen möchtest. Wie kann man das nennen? Infobroschüre oder so? Ja, eine kleine Broschüre. Eine Broschüre, genau. Ne? So eine Infobroschüre zum Thema Down-Syndrom. So, weil dir das am Herzen gelegen hat, auch im Zusammenhang mit der pränatalen, wie nennt man das, pränatale Inklusion? Pränataldiagnostik. Pränatalinklusion ist was anderes. Pränataldiagnostik. Ich fand das sehr spannend, als du mir das erzählt hast. Und habe immer in der Ecke gestanden und das immer so dezent verfolgt, wie du da wirbelst. Und wir haben ja auch drüber gesprochen hin und wieder, wie der Stand ist und was du alles tust. Und ich fand das sehr bewundernswert, wie du dich da reingekniet hast und versucht hast, irgendwie Menschen dazu zu bewegen, dir Informationen zu geben, dir zu helfen, dich zu unterstützen dabei. Und am Ende ist ja wirklich was Schönes draus geworden. Das hast du mir dann auch irgendwann mal in die Hände gegeben oder in die Hände gedrückt und vielen anderen Menschen auch. Das habe ich auch hier neben mir liegen, nämlich Down-Syndrom und wir, Alltag in Familie mit besonderen Kindern. So, und als ich das so verfolgt und gesehen habe, reifte in mir der Gedanke, dass man ja dieses Thema Down-Syndrom und wie gehe ich als Außenstehender, aber wie gehe ich auch als Elternteil damit um, dass man das vielleicht auch in dieses Audio-Medium irgendwie packen könnte, weil das noch direkter ist und vielleicht auch persönlicher ist, weil man sozusagen mit den Menschen spricht. Wir senden zwar jetzt nicht live oder so, aber es ist doch was anderes, als wenn man es liest. Und
die Ausdrucksmöglichkeiten sind noch ganz anders, als wenn man das jetzt in geschriebener Form vorliegen hat. Es ist halt irgendwie auch sehr authentisch alles irgendwie. Mhm. Und da reifte in mir eben dieser Gedanke, warum den Alex nicht mal ansprechen und drüber nachdenken, dass wir versuchen, so einen Podcast ins Leben zu rufen, der sich mit dem Thema Down-Syndrom beschäftigt und mit all diesen Dingen und Fragen, die damit zusammenhängen. Also erstmal für mich jetzt als Außenstehender, der mit dem Down-Syndrom an und für sich nichts zu tun hat, der das zwar kennt, so aus dem Alltag oder vielleicht auch aus dem Fernsehen, aus dem Radio, pipapo, aber ansonsten damit nicht viel am Hut hat. Und es sind halt wirklich viele, verdammt viele Fragen bei mir aufgetaucht, die ich dir halt irgendwie gerne stellen wollte oder wo ich mir erhoffte, dass du mir vielleicht Antworten geben kannst oder Denkanstöße oder sowas. Ja, und dasselbe gilt im Prinzip für die, die das dann hier hören werden. Vielleicht bekommen die auch noch irgendwie einen Impuls, eine Idee oder eine andere Perspektive, dass die sich damit beschäftigen und auseinandersetzen können. Mhm. Und dann vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf dieses Syndrom, Down-Syndrom haben, schon dieser Begriff Syndrom. Ja, also das vielleicht kurz als Einstieg, warum wir jetzt hier im Dresdner Wächterhaus sitzen und Kaffee und Tee trinken und ich dir hier gerade den Kopf zuquallen mit meinem Zigarettenzeugs. aber die Folge 0 heißt ja nicht umsonst Folge 0. Die heißt deswegen Folge 0, weil das ist, wie gesagt, so eine Generalprobe. Wir testen also ein bisschen, wie wir klingen und wollen uns ein bisschen vorstellen und wollen auch ein bisschen was zu dem erzählen, was kommen soll. So, und ich habe jetzt hier gerade mein Handy in der Hand und gucke mir mal so meine Stichpunkte an. Ja, das Thema warum haben wir so vielleicht mehr oder weniger gerade abgehandelt. Mhm. Warum sitzen wir hier vor so einem Mikrofon, gucken uns tief in die Augen und reden? Das Thema wie hat vielleicht der ein oder andere schon irgendwie mitbekommen, nämlich in Form eines Podcasts für diejenigen, die jetzt vielleicht vor ihrem PC sitzen und auf dem Monitor gucken und da läuft gerade so ein Player, weil sie drauf gedrückt haben und da hören die das jetzt. Es gibt vielleicht einfach nochmal ein kurzer Versuch, was ein Podcast ist. Der Begriff Podcast ist meines Wissens nach entstanden, also gibt es schon sehr lange, diese Podcast-Geschichte. So, ich glaube erstmals 2002 oder 2003 ist das so durch, ich glaube, Apple oder so ziemlich in den Markt gedrückt worden. Und der Podcast-Begriff setzt sich zusammen aus dem Begriff Broadcast, wie man im Sachsen sagt, so Broadcasting, und iPod, weil das auf iPods lief. Und da wurde dann irgendwann ein Pod für iPod, ne, und Cast für Sendung oder, ne, Übertragung draus. Deswegen Podcast. Und das Ganze ist ziemlich simpel erklärbar. Das sind also ein Podcast ist sozusagen eine Reihe von Audiodateien, die wir erstellen und dann auf einen Server laden mit einer Domain, URL nennt man das. Und wenn man dann das entsprechende Handwerkzeug dazu hat, in der Regel ist es heutzutage ganz sinnvoll mit einem Handy, mit einem relativ modernen Handy, durch Smartphone, dass man dann über eine App, die kostenlos sind, diese URL eingibt. Und dann zeigt dir diese App an, was das ist für ein Podcast, für eine Sendung, mit welchem Thema. Da gibt es dann Texte zu Beschreibungen, die wir selber ja auch erstellen. Und wie viele Folgen da vielleicht schon erschienen sind. So, in diesem Fall jetzt hier eben Folge 0 beispielsweise. Also Podcasts sind immer kostenlos, kosten nie Geld. Das gibt es also nicht sowas. Und der Vorteil oder der wichtige Unterschied zwischen Podcast und Radiogeschichten ist, dass das jeder machen kann. Das geht im Radio nicht ganz so. Und vor allem, dass du zeitlich vollkommen unbegrenzt bist. Wenn du eine Radiosendung machst oder ein Interview in einem Radio oder so, dann hast du ein Zeitlimit, einen Zeitrahmen. Du kannst dich halt darfst dich halt in 20 Minuten erklären oder was und dann ist aber auch gut. Und es gibt auch einen Sendeplatz für dieses Interview. Vielleicht irgendwie am Freitag um 19 Uhr kommt dieses Interview. Und wenn du es nicht gepackt hast, dann hast du Pech. Wenn du Glück hast, gibt es vielleicht noch irgendwo eine Mediathek, aber das ist eher selten der Fall. Und das gibt es als beim Podcast nicht. Das heißt, wir könnten, wenn wir jetzt wollten, irgendwie 3 Stunden lang vor uns hin plappern und ihr müsstet euch das anhören. Naja, müsstet nicht, aber könntet.
Und uns kann halt keiner daran hindern. Das ist eigentlich sehr schön, weil man echt ganz frei ist von irgendwelchen Zwängen. Und man ist auch frei von irgendwelchen Terminzwängen, dass man also sagt, das muss am so und so viel nur angehört werden. Eben weil man mit so einer App sich diese Dateien entweder runterladen kann, das macht dann diese App automatisch. Und wenn du aber keinen Speicherplatz auf deinem Handy mehr hast, weil da schon irgendwie zu viel drauf ist, dann kannst du auch ganz simpel, wenn du jetzt Internet hast oder WLAN oder irgend sowas, das Ganze einfach streamen, so wie bei Spotify. Drückst halt auf Stream und dann läuft das fertig. So. Das ist der Unterschied. Vielleicht noch für die einen oder anderen, die das interessant finden, eine kurze Beschreibung. So, es gibt ja eigentlich zwei Modelltypen Betriebssysteme für Handys. Es gibt also Android und es gibt iOS von Apple. Und für Android, was sehr weit verbreitet ist, gibt es zum Beispiel die kostenlosen Apps, die heißen Antenna Pod, Podkicker oder Double Pod. Und auf iOS-Geräten, also iPhone oder iPad und so weiter, gibt es dann so eine Apple-eigene Application, die heißt Podcasts, also Plural mit S hinten. Es geht auch iTunes auf, das geht meistens auf solchen iPads da, dass diese Podcasts dann in iTunes eingespeist werden. Und dann gibt es zum Beispiel noch Overcast, heißt das, oder iCatcher. So. Das vielleicht als kurze Information. Ansonsten wird sich dann dieser Podcast in den entsprechenden Verzeichnissen befinden. Es gibt also so zwei große Podcast-Verzeichnisse, so weltweit. Das ist einmal iTunes. Da kannst du dann also eine Beschreibung sehen. Da siehst du also das Cover dieses Podcasts oder das Logo und eine Beschreibung dazu und so weiter. Und wenn dir das gefällt, klickst du es halt an und dann abonnierst du das sozusagen und wirst sozusagen von deiner Software, die du auf dem Handy hast, informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du die hören willst, runterladen willst, was auch immer. Und dann gibt es noch ein zweites großes Verzeichnis, wo die ganzen Podcasts aufgenommen werden. Das ist podcast.de, das ist ein deutsches Verzeichnis. Auch dort gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, das dann über... Also kurzum, wer irgendwie so eine Software auf seinem Handy hat, der kriegt das dann relativ locker hin, indem man dann einfach eine entsprechende URL eingibt, also eine Domain. Und dann drückst du auf Suchen und dann hat das Handy das gefunden, speichert das und informiert dich, wenn es was Neues gibt. So. Also bei uns ist das in jedem Fall schon mal irgendwas mit Chromosom 21. Genau, also die URL, die man eingeben müsste, wäre http, bla 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 und so weiter. chromosom21.podcaster.de/. Jetzt kommt das Wichtige. chromo21.rss. So, das ist jetzt der Technikkram. Und ja, jetzt müssen wir uns eigentlich noch live sozusagen hier verständigen, Alex, in welchem Intervall wir das versuchen wollen. Wir wollen es nicht festlegen, ist klar, aber vielleicht können wir ja schon irgendwie so eine Richtung oder sowas für uns festtackern, dass wir sagen, einmal im Monat, zweimal im Monat, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, ich denke mal, einmal im Monat fangen wir mal an. Ist easy, ne? Genau. Und genau. Genau. Vielleicht, wenn es dann passt, dann vielleicht zweimal im Monat. Genau. Aber, also wir sind ja frei. Aber ich denke mal, das ist so das, dass man sich so ein bisschen festlegt und sagt, also wenigstens einmal im Monat wäre nicht schlecht, weil sonst bringt das ganze Ding nichts, wenn man dann lange auf Informationen oder so wartet. Ja. Aber wir sind ja nicht untätig gewesen. Wir haben uns ja im Vorfeld schon Gedanken gemacht und ausgetauscht, wie wir das angehen können und was wir alles besprechen können. Und jetzt mache ich mal meine Liste auf und da haben wir ziemlich interessante Folgen geplant. Also wir sind jetzt hier bei der Folge 0, warum, wie, was. Die sogenannte CRP00 steht für Chromosomen-Podcast. Und dann haben wir die Folge 01, nämlich die ganz klare Frage, die ich nämlich stellen würde, was ist Down-Syndrom eigentlich? Oder Trisomie 21. Könnte man jetzt Wikipedia nehmen und nachlesen. Aber das ist alles, ja, ne? Also sehr... Ja. Die nächste Folge dann war die 02, wo wir uns drüber unterhalten möchten, wie es mit Down-Syndrom im Bauch ist. Nämlich mit der sogenannten Pränataldiagnostik. Ne? Beziehungsweise, ich habe hier stehen Pränatalinklusion. Warum habe ich eine Inklusion stehen? Ja, Inklusion ist gerade ein Schlagwort eigentlich.
wird in verschiedensten Verbindungen benutzt und da vor allen Dingen natürlich bei Schulen und Kindergärten, aber im Bauch? Im Bauch, ja, wenn man weiter überlegt, was Inklusion ist oder was damit gemeint ist, die Frage, wie weit geht denn das oder wo hört das auf? Und ja, oder wo beginnt das eigentlich? Wo beginnt das, genau. Mm, okay, genau, verstehe. Das ist zum Beispiel was mir sehr lange zu schaffen gemacht hat. Als wir uns so gemeinsam unterhalten haben, divers, und dann dieses Thema Pränataldiagnostik plötzlich in Erscheinung trat in unseren Gesprächen und ich mich dann so peu à peu damit beschäftigt habe, war ich ziemlich, konsterniert, weil das ist ein echt hartes Ding, also hartes Thema, aber das, ich will jetzt nicht vorgreifen. Also das, das machen wir dann. Dann haben wir die Folge 03 angedacht, sehr interessant. Thema 3, Angst vor Down-Syndrom. Sehr spannende Frage, die wir in Folge 3 besprechen möchten. Dann haben wir das Thema 04, Kinder mit Down-Syndrom. Folge 5, Jugendliche und Down-Syndrom. Dann kommt die nächste Folge mit Lebenswege danach. Folge 7 war angedacht mit dem Thema Arbeitswelt in Zusammenhang mit unserem Thema. Und dann die Folge Nummer 8. Down-Syndrom in anderen Ländern oder Gesellschaften. Also es ist eine breite Palette und ich glaube, das könnten wir wahrscheinlich echt noch unendlich erweitern, meines Erachtens nach, weil ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema und da kann man echt sehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, wir wollen uns jetzt nicht festnageln lassen, in welcher Reihenfolge, aber ich glaube, die Reihenfolge, so wie du oder wie wir sie gemeinsam erarbeitet haben, ist, glaube ich, echt total gut. Also ja, ich denke, das macht Sinn erstmal so. Ja. Vielleicht merken wir dann im Laufe der Folgen, dass da noch andere Themen auf uns zukommen, die wir vielleicht nicht jetzt absehen können oder dadurch, dass wir vielleicht noch eine Interviewpartnerin haben oder so. Genau. Und dass wir dann sozusagen vom Hölzchen auf Stöckchen nochmal kommen. Und richtig, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Interviewpartner bzw. Gesprächspartner hatten wir auch überlegt, wenn sich da irgendwie eine Gelegenheit ergibt, dann werden wir sicher den einen oder anderen da mit hinzuladen. Mhm. Entweder sitzen wir dann hier zu dritt ums Mikrofon, im günstigsten Falle, oder aber wir binden dann jemanden per Skype ein oder so, das werden wir da gucken. Aber sehr interessant. Ich glaube, du hast ja da auch unglaublich viele Menschen kennengelernt, Kontakte geknüpft zu Interessierten oder zu Menschen, die sich genauso damit beschäftigen oder die genauso Erfahrungen gesammelt haben. Einfach. Vielleicht auch aus medizinischer Sicht irgendwas sagen können und so weiter. Also das wird ziemlich spannend und interessant. Ja. Und die Reihenfolge ist eigentlich gut strukturiert und da gibt es, glaube ich, nichts zu zuppeln. Und wenn sich was zwischendurch ergibt, dass man irgendwie abbiegt in eine andere Richtung noch, dann kann man das ja locker machen. Was ich vor allen Dingen auch interessant fand, währenddessen wir vielleicht am Anfang ich die Person bin, die interviewt wird, vielleicht in der ersten, zweiten Folge, dass wir dann vielleicht zu einem Modus übergehen, wo wir beide Interviewer sind und die dritte Person interviewen, du eher mit dem Blickwinkel desjenigen, der vielleicht auch da eben noch nicht so viel drüber weiß und er einfach interessiert ist und ich dann mit dem Blickwinkel der Person, die da tiefer drin steckt und dann auch nochmal andere Fragen stellen kann. Mhm. Ich denke, das könnten sehr interessante Diskussionen werden. Denke ich auch. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Und ich denke sogar schon so weit, dass das vielleicht, wenn man merkt, dass die Menschen daran Interesse haben und das verfolgen, dass man das vielleicht echt irgendwann mal jetzt wirklich gesponnen noch und weit gedacht und so, dass man irgendwann mal wirklich viele Menschen irgendwie zusammenbringt und dann so Diskussionsrunden auch machen kann. Also ich finde das total, ich finde dieses Thema total spannend und ich finde es vor allem insbesondere, also wirklich sehr wichtig, dass man sich als Gesellschaft sozusagen auch damit auseinandersetzt. Es geht jetzt nicht nur um dieses Down-Syndrom, was das angeht, sondern es geht wirklich um diese Akzeptanz und um das damit umgehen und um dieses Schlagwort Inklusion und wie wirklich richtig und wie, und das ist also, pff,
kriege ich einen ganz heißen Kopf, wenn ich drüber nachdenke. Also es ist schon eine schöne Sache, genau. Gut, also wir haben uns darauf verständigt, was wir alles besprechen möchten. Wir haben uns verständigt, ungefähr in welchen Abständen, also wahrscheinlich einmal pro Monat. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu besprechen? Ich gucke nochmal bei mir in meinen schlaues Büchlein. Währenddessen kannst du gerne was sagen. Wir haben uns kurz was zu uns gesagt. Und ja, wichtig ist natürlich noch Kontakt. Der Kontakt, das Miteinander mit dem Zuhörer. Ja. Ne? ja, also was natürlich mit diesem Podcast einhergeht, ist ein Blog. So, das ist automatisch miteinander verknüpft. Das heißt, wir haben also da auch eine Blog-Seite. Die Internetseite lautet chromosom21.podcaster.de. Vielleicht werden wir mit der Zeit irgendwo auch mal einen eigenen Domainnamen, aber das ist jetzt nicht wichtig. So. Genau. Und dort habt ihr die Möglichkeit, wenn dann dort diese Folgen unter anderem auch erscheinen und vielleicht gibt es da auch von uns mal irgendwie Beiträge oder so, die wir einfach nur so schriftlich dort darlegen, dass ihr jederzeit, wenn ihr mögt und wollt, auch kommentieren könnt. Es gibt also Kommentarspalten darunter, wo man was reinschreiben kann, Gedanken, Ideen, was auch immer. Wem das jetzt zu öffentlich ist, der kann das natürlich dann auch auf dem Wege der Mail tun. Es gibt, jetzt muss ich überlegen, wie die Mail hieß. Ach ja, ganz einfach. Die Mailadresse, an die ihr schreiben könnt und uns, also Alexander und mich, wir haben beide dann darauf Zugriff, jederzeit was fragen könnt oder kommentieren oder was auch immer, lautet chromosompodcast, alles zusammengeschrieben, @gmail.com oder googlemail.com. So. Dort könnt ihr alles loswerden, was ihr auf dem Herzen habt. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, Alex, aber das ist heutzutage wichtig. Social Networking muss man ja machen. Ja, klar, ja. Facebook ist Mist, ist Kacke, finde ich. Deswegen habe ich mich nur auf Twitter beschränkt und ich habe dort schon mal einen Account angelegt, wo wir auch erreichbar sind. Also wenn ihr uns dort irgendwie mal Feedback geben möchtet, nicht normal, ihr müsst, gebt uns Feedback, dann ist das folgender Account, auf den übrigens auch Alexander und ich Zugriff haben werden, nämlich @chromosom21. Ja, selbsterklärend, ist klar. Dort könnt ihr uns also gerne folgen und dort werden wir euch auch informieren, wenn es irgendwas Neues gibt, beziehungsweise könnt ihr gerne kommentieren. Haben wir eigentlich schon erklärt, warum wir auf Chromosom 21 gekommen sind? Ist das irgendwie logisch oder nicht? Also für mich ist es im Moment logisch, aber ja, für mich eigentlich ja auch. Für unsere Zuhörenden. Erklären. Erklär du mal, du bist der Profi im Erklären. Genau. Das 21. Chromosom, unser 21. Chromosom, ist bei den allermeisten Menschen zweimal vorhanden in jeder Zelle und bei den Menschen mit Down-Syndrom ist es dreimal vorhanden. Das ist sozusagen der Unterschied. Okay, genau, stimmt. So war das. Und da war die Idee, Chromosom 21 ist irgendwie ganz passend. Am Logo basteln wir noch ein bisschen rum, aber das wird spätestens dann, wenn diese Folge hier veröffentlicht ist, muss das ja dann auch da sein. Ja. So, genau. So, was haben wir noch? Ich gucke nochmal. Hast du noch Ideen? Gerade nie, ne? Nee, gerade nicht. Okay. Achso, naja, doch, wenn ihr irgendwie, also klar, Kommentare und so weiter, hatte ich gesagt. Wenn ihr auch Ideen habt oder Vorschläge, wie man vielleicht mit ins Gespräch holen kann, das wäre natürlich auch interessant. Also da rede ich jetzt also von wirklich realistischen Vorschlägen. Also ich glaube nicht, dass Angela Merkel es schaffen wird, zum Beispiel zum Thema Inklusion oder auch Pränataldiagnostik mit uns zu sprechen. Aber wenn ihr da Ideen und Vorschläge habt, das wäre echt sehr interessant. Und ich bin da wirklich sehr daran interessiert, dann auch wirklich Leute mit einzubinden, so schwer das auch fallen mag. Ein Versuch ist es immer wert. Und das ist sicher für alle mit einem guten Erkenntnisgewinn verbunden. Tja, genau. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Infos zu uns, zu dir, zu mir. Zu was wir machen. Was wir machen, was wir vorhaben, was wir erreichen wollen. Werden wir sehen, was da so kommt. Ja, und ansonsten. Die Kontakte haben wir. Genau, Kontakte haben wir angegeben, alles. Auch wenn das jetzt hier die Nullerfolge ist, die also jetzt vielleicht noch nicht besonders informativ für euch war oder nicht so diesen großen Erkenntnisgewinn gebracht hat, gerne schon
kommentieren, bewerten auf iTunes oder podcast.de oder liken oder was auch immer. Wie man so schön sagt, spread the word. Also schön scheren, teilen, verteilen, Leute darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt. Und wir werden uns bemühen, euch nicht zu enttäuschen und da hilfreiche, viele Informationen an die Hand zu geben. Jo. Ja, das wäre was. Genau. Okay. Ja. Dann sagen wir jetzt Tschüssi. Ja. Tschüss. Tschüss. Seeing you tonight made my insides twist. This feels bizarre. This is bizarre. Asterisk. Be on Mars, asterisk.